Hallo, ich möchte zahlen. Mit der Kredit- oder Bankkarte bezahlen. Was für Millionen Menschen Alltag ist, basiert auf verschlüsselter Kommunikation und soll Sicherheit garantieren. Die Geheimzahl entsperrt die Karte. Erst dann kann der winzige Mikroprozessor darin mit dem Kartenlesegerät und Computern der Bank Daten austauschen. Das Prinzip dieser Anwendung heißt Zwei-Faktor-Authentifizierung und kommt auch beim Mobiltelefonieren zum Einsatz. Zum Entsperren benötigt man zwei Elemente, die PIN und eben das Telefon mit der Smartcard. Auch ein Fingerabdruck oder Iris-Scan können Geräte freischalten oder den Zugang zu einem Gebäude in Kombination mit einem elektronischen Ausweis. Online-Überweisungen erfordern oft ein Passwort und eine zusätzliche Transaktionsnummer, die per SMS auf das Telefon geschickt wird. Immer sind also zwei voneinander unabhängige Elemente nötig, um eine Anwendung durchführen zu können. Die Kleinstadt Roussé in Südfrankreich. Hier arbeiten beim Halbleiterhersteller ST Microelectronics Experten daran, Smartcards und Mikroprozessoren noch sicherer zu machen. Pierre-Yvon Liardet und Johan Damon gehören zu den weltweit führenden Fachleuten für Datenverschlüsselung. Kryptographie, wie dieser Fachbereich auch genannt wird, basiert auf Teamarbeit. Nur gemeinsam lassen sich die besten Lösungen finden. Immer geht es darum, die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger, das können Personen oder Geräte sein, für Außenstehende unlesbar zu machen. Je komplexer die Verschlüsselung wird, desto mehr mutet Kryptographie wie eine Geheimwissenschaft an. Man arbeitet und arbeitet und dann kommt der Aha-Moment. So könnten wir es machen. Diese einfache Idee lässt sich in die Praxis umsetzen. Aber vorher läuft man in viele Sackgassen hinein. Auch bei dieser bekannten Verschlüsselung bleibt nur eine Variable geheim, der Schlüssel für die konkrete Anwendung. Die zugrunde liegende Methode hingegen wurde veröffentlicht. Die Funktion ist so komplex, weil man diesen Schritt 10-mal durchführt. Sie heißt Advanced Encryption Standard. Und sie wird weltweit verwendet. AES ist in den USA sogar für die Verschlüsselung staatlicher Dokumente zugelassen. Der Rheinraum von ST Microelectronics, Produktionsort der Smartcards, auf denen Verschlüsselungen im Alltag oft laufen. Siliziumscheiben, die Wafer, sind das Trägermaterial für die mikroskopisch kleinen Schaltkreise. Gearbeitet wird in Schutzanzügen, damit auch nicht das kleinste Staubkorn die Fertigung beeinträchtigt. Das Resultat sind kleine technische Wunderwerke, die auch die Kryptographen vor besondere Herausforderungen stellen. Wenn man beispielsweise in einem Bus bargeldlos bezahlen möchte, dauert das mit einer elektronischen Karte 200 Millisekunden. In dieser winzigen Zeitspanne müssen Daten verschlüsselt und ausgetauscht werden. Und es gibt eine weitere Einschränkung. Die Smartcard hat keine Batterie, nur eine kleine Antenne. Die erzeugt ein elektromagnetisches Feld, über das die Karte ihre Energie bezieht. Die Verschlüsselung darf also nicht viel Energie verbrauchen. All das stellt die Entwickler der Karten vor große Herausforderungen. Das High Security Module, eine Art streng abgeschirmter Server. Hier wird der vielleicht wichtigste Arbeitsschritt bei der Smartcard-Herstellung vollzogen. Der Computer verschlüsselt jede Smartcard individuell für den späteren Nutzer. Es gilt bereits die höchste Sicherheitsstufe. Doch den Experten ist es gelungen, den Missbrauch des HSM noch weiter zu erschweren. Hierfür wird den Smartcard-Rohlingen bereits im Vorfeld eine vorläufige Kennung einprogrammiert. Diese kann das HSM nur einmal abfragen, bevor es die Smartcard überschreibt. Ansonsten könnte es mit seinem Generalschlüssel auch später noch auf Smartcards zugreifen, die bereits individualisiert wurden. Klone der Karten könnten hergestellt und für kriminelle Zwecke genutzt werden.
Obwohl ihre Verschlüsselungen als sicher gelten, gehört es auch zum Alltag der Kryptografen, mögliche Schwachstellen darin selbst aufzuspüren. Man nennt das ethisches Hacken. Nur so gelingt es Yuan Damon und seinen Kollegen immer wieder, Cyberkriminellen zuvorzukommen. Wir schicken Pierre-Yvan unsere Mikrochips und er versucht, sie zu knacken. Meistens gelingt ihm das am Anfang auch. Es ist Teamwork. Wir versuchen, die Verschlüsselung anzugreifen, sind erfolgreich, geben den Designern eine Rückmeldung, versuchen auch, die überarbeitete Version wieder zu knacken. So lange, bis sie allem standhält, was wir kennen. Cyberkriminalität und Datendiebstahl sind längst keine abstrakten Bedrohungen mehr. Kreditkartenbetrug verursacht alleine in der EU pro Jahr 1,5 Milliarden Euro Schaden. Hinzu kommt unser immer stärker vernetzter Alltag, in dem wir zunehmend auf elektronische Kommunikation angewiesen sind. Nur wenn solche Anwendungen mit sicherer Verschlüsselung arbeiten, sind wir vor Hackerangriffen geschützt und wissen, dass ausschließlich vertrauenswürdige Personen unsere Daten lesen und nutzen können.